Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2KTV, wo heute in der NHL 17 DEL-Saison der zweite Spieltag gegen die Adler Mannheim auf dem Programm steht. Kai Hospel wird leider bei seiner bevorstehenden Rückkehr nicht mit dabei sein. Der hat sich ja im letzten Spiel verletzt, fällt leider dieses Spiel aus, müsste aber dann gegen Krefeld wohl wieder dabei sein. Ansonsten haben wir das letzte Spiel gewonnen, 1-0 dank dem Powerplay-Treffer von Fredrik Eriksson. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal direkt mit dem Spiel gegen Mannheim weiter und hoffen natürlich, dass wir unseren Saisonstart auf 2 Siege ausbauen können. Wäre verdammt nice und auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall schon mal besser gestartet als in der letzten Saison. Das steht schon mal fest und einfach mal Spiel starten. Jo, und das sind wir in der SAP-Arena in Mannheim. Wie man hier auch ganz deutlich sieht, sieht exakt so aus wie die längste Arena in Köln. Im Übrigen, Max Reinhardt macht heute den Center in Reihe 2 und Sebastian Uvira dafür im Team. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was Andras für eine Fangquote hat. Auf jeden Fall, Westlau hat bis jetzt alles gefangen, was es zu fangen gab. Da waren auch ganz gute Szenen dabei von den Münchnern. Oh, auf jeden Fall Mannheim mit dem Bulli gewinnen. Oh, Eriksson, erstmal die Scheibe rausgebracht. Aber ich freue mich ja schon, dass wir wirklich mal schon mal ein Shutout mit Gustav Westlau gefeiert haben. Was hier bei NHL 16 nicht funktioniert hat. So, und jetzt sehr, sehr gut gemacht. Ryan Jones. Ach, Mann. So, Patrick Hager. Ja. Oh, Eriksson. Eriksson mit der Chance. Ah, drüber. Radicky auf Tardif. Boah. Ich weiß nicht, ob Westlau den gehalten hätte. Oh, Pfosten. Mega Glück. Die Null steht aber weiterhin. Jetzt Patrick Hager geht nochmal alleine nach vorne. Ja, gegen drei Leute ist er dann aber doch machtlos. So, spielt die Scheibe auf Uvira. Ja. An dem muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen als Spieler, Spielertyp. Oh Gott. Und Westlau. Einfach mal die Scheibe unter sich begraben. Oh, Max Reinhardt beim Bulli. Debüt für ihn. Macht aber gut. Macht er gut. Was mache ich mit Sulzer? Das mache ich nicht gut. Boah, Westlau wieder dran. Ach, warum, ey? Das könnte ein knackiges Icing geben. Ja. Sebastian Uvira ist jetzt noch nicht glücklich. Und Reinhardt gewinnt schon wieder einen Bulli. Reinhardt. Oh. Oh, Endras. Mega gut aber gemacht von Max Reinhardt. Reul auf Sparre. Vielleicht sollte ich Reinhardt doch als Center bringen. Position scheint ihm hier zu liegen. Travis Turnbull. Wow, der sollte gar nicht aufs Tor gehen. Der sollte eigentlich über die Bande gespielt werden. War aber dann doch ziemlich gefährlich. Oh, TJ Mulock beim Buller. TJ Mulock beim Bulli. Beim Buller. Neues Trendwort, so wie Fubis. Alle sagen nur noch Buller zu Bulli. Und Salmonsen, ganz, ganz wichtig, dass er da stand. Oh. Byers auf Ankert. Oh, Moritz Müller. So zielen, kann man Zielwasser kaufen hier irgendwie so als Trainingsmethoden. Ankert, mega gute Chance eigentlich. Zumindest hat es der Endras da spannend gemacht. So, Westlau spielt mit. Boucher. Ach, Mann. Proft. Reul. Jodry.
Festerling. Oh, Boucher. Und Nico Kremmer hat die Scheibe. Kriegt es aber nicht durch. Die wollte ich auf Boucher zurückspielen. Latta. Oh, wen haben wir jetzt hier? Freddy Eriksson auf Kremmer. Der auf Latta, der... Oh, schade. Adler Mannheim's in their own end and in control of the puck. And he picks it up. Ach Gott, ey. Irgendwie kaum Torchancen in dem Spiel bis jetzt. Ach Mann. Abseits. 3 Minuten 20 noch im ersten Drittel. Festerling. Und Wessler spielt wieder gut mit. Und ich hatte hier so eine Fliege attackiert. Und Philipp Gugula, das wird aber glaube ich nichts. Naja. McMurtry. Wolf, Gotsch. Wolf, aber Wessler zur Stelle. McMurtry. Und Ryan Jones. Guter Check. Sogar direkt die Scheibe kontrolliert. Schick Gugula. Och, Mann. I know what he's trying to do there, Doc, but you gotta hit the net in this situation. And he gains the zone. Cologne's got some time left. If things work perfect. Hager schickt Philipp Gugula. Was ein Pass. Och Mann, ey, das hat schon wieder nicht funktioniert. Anscheinend können die diese Tricks vielleicht nicht. Nein! Och scheiße, ey. Zwei richtig gute Chancen gehabt. Aber gut. Wessler so mit 80 Minuten ohne Gegentor. 4:2 Schüsse, also wir im Moment etwas mehr am Drücke, aber relativ ausgeglichen auf jeden Fall das Spiel. So, Hager gegen Radicke. Oh, Hager. Bittner, Wolf. Oh, Wolf, aber Wessler hat die Scheibe. Starker Pass von Jones, richtig starker Pass von Jones. Oh, schöner Move von Hager. Nein! Das hat nicht funktioniert. Tadriff, aber wieder Wessler. Nein! Was habe ich da mit Jones gemacht? Akdak. Tadriff. Wolf, aber Wessler. Oh, jetzt aber vielleicht. Guck mal. Ryan Jones mit der Chance. Lalonde. Hager. Ah, leider die falsche Schlagseite. Around through the corner. Got that pass in the corner. Propelled to Gotch. Ah, Mannheim kommt nicht durch. Picks it up in his own end. Carried toward the neutral zone. Oh, Max Reinhardt. Warum ist Jones denn noch hier drauf? Around through the corner. Corey Potter. Ah, Endras, freie Sicht. Kein Problem für ihn. Aber der kann wenigstens einen Schlagschuss. Nicht wie die anderen, die 5 Meter vorbeischießen. New Look. Ankert. Ah, und Markus King. Und abseits. New Look gewinnt das nächste Bulli. Ah, shit. Da habe ich ein bisschen gepennt mit Bayers. Kolarik jetzt an der Scheibe. Oh, gut gemacht von Müller, aber Kolarik holt sich die Scheibe noch. Spar und jetzt Wessler. Halt mal lieber mal fest. Eigentlich wollte ich noch spielen, aber es war schon zu viel Zeit vergangen.
Und New Lock gewinnt auch das Bulli. Stark von New Lock. Na, war an der Bande, aber dann keine Chance mehr. Ankert. Salmonsen setzt sich gut durch. Scheiße. Oh, der Herr Ullmann war da auch mal zu sehen. Und Boucher auf Latta. Adler Mannheim's carrying it up the wing. Gives it over to the point. Great job on a cut pass. So, Latta auf Boucher. Takes it right back. Potter auf Sulze. Boah, wichtig, dass er den nicht verliert. Nein, zu hoch. Chance war eigentlich ganz gut. Oh. Was jetzt? Warum gibt's denn jetzt eine Strafe? Warum kriegt Festerling denn jetzt bitte eine Strafe? Der hat doch gar nichts gemacht. Okay. Na gut, dann hat er doch was gemacht. Oh, Max Reinhardt. Let's see if it's power play goal number one. Lalonde, Reinhardt, oh, der kriegt sogar noch den Schuss da irgendwie durch. Also Reinhardt gefällt mir als Center deutlich besser als auf der, als ich glaube rechten Flügel habe ich ihn sonst stehen. Och genau, herzlichen Dank, Herr Eriksson. Und fahren Sie auch beim nächsten Mal bitte wieder von der Position weg. Reinhardt gewinnt den nächsten Bulli. Und jetzt Turnbull. Ey, wo sind denn schon wieder meine Spieler? Das nervt so. Da kommt keiner mal mit auf die Idee. Irgendwie, oh, hier. Oh, wir könnten immer ein Tor machen. Wäre eigentlich ganz cool, wenn man einzeln in Führung gehen würde. Nee. Jetzt schon wieder. Ich bin mit Gogola der Einzige, der nach vorne geht. Wie soll ich denn das Powerplay dann aufziehen? Das ist doch scheiße. Echt, der meine, das ist noch schlimmer geworden als vorm Patch. Oh, jetzt habe ich hier auch wieder Eriksson. Nein. Das gibt's nicht. Oh, Hager. Ja, danke. Nächstes Powerplay. Und Max Reinhardt wieder. Ah, den verliert er aber. Aber gut gemacht von ihm. Nein, Sulzer. Potter. Oh, Reinhardt, mega guter Schuss. Sulzer, oh. Das war übrigens mal etwas, was das Wort Powerplay verdient hat. Und Max Reinhardt. Oh, Endras hat die Scheibe. Die sind dumm. Hätten sie jetzt gewartet, hätten sie eventuell noch den Festerling oder wer mich auch immer da eben gefoult hat, ins Spiel bringen können. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Habt ihr es gehört? Aluminium! Noch Reinhardt. Das war nix. Wesslau, seine Serie bleibt bestehen, 100 Minuten ohne Gegentor. Hat wenig zu tun gehabt eigentlich in dem Drittel, 8 zu 6 Schüsse. Aber generell sehr, sehr chancenarm. Hager gegen Radicke. Und das gewinnt Hager. Ryan Jones jetzt mit der Chance. Hager schießt vorbei. Achter, Tadic. Oh, guter Check von Eriksson. Cologne's in possession as they travel through center ice. Around to the corner.
Oh, Jones, Mann. Falsche Schlagseite. Oh, Tardif. Gut weggeräumt von Eriksen. Eriksen wieder immer noch ein richtig guter Einsatz, aber Mannheim bleibt bei uns drin. Bittner, Wolf, Wesslau. Oh Gott, ey. Man kann es auch spannend machen. So, Reinhardt wieder beim Bulli, der ist ja nicht ganz erfolgreich da. So, und Sulzer. Und Reinhardt. Almost out of nowhere, the defender steps into him. That hurts. Gotch has got to try to simplify his game there. Just oh, stark. Sulzer. Mit der Chance jetzt. Oh, Kahle. Problemlos nimmt er ihm den Puck ab. Ah, das habe ich ganz gut gemacht mit... Gotch. Oh Gott. Da hat Wesslau keine Chance gehabt. Sulzer auf Reinhardt. Nein. Er kann solche Moves nicht. Er kann solche Moves nicht. King, Gotch, Wesslau, wer hat die Scheibe? Uvira räumt weg, Mulock. Alter. Oh. Moritz Müller arbeitet jetzt nach hinten und die Chance McMurtry. Oh, Glück gehabt. Ui, Mann. Mann, Mann, Mann. New Lock. Salmonsen. Auch der kommt nicht durch. Dan Byers. Oh, Salmonsen verpasst im Slot. Spar. Hofft. Ankert. Und Latta, 4-3 auf dem Eis. Und Dan Byers, ich weiß nicht, warum nichts zu Wechsel geht. Ich verstehe es einfach nicht. Latta, wo schießt er denn hin, Mann? Och, Mann, das wäre die Chance gewesen für Thorsten Ankert. Oder die Möglichkeit, die Chance war's, ja. Oh, Lalonde. Nein! Ah, shit, Mann. So, Nico Kremmer wird auf die Reise geschickt. Nein, das gibt's nicht. Oh ja, macht ein Eigentor. Bittner. Wolf. Radicke. Und Kremmer schon wieder hinten, aber... Mannheim in Scheibenbesitz. Oh, Wesslau, mach zu, mach zu, mach zu. Sehr gut. Puh, spannend. Hager kriegt's nicht hin, Tardif, aber Wesslau. Wesslau auf dem Posten. Und Ryan Jones wird geschickt. Ryan Jones, vielleicht jetzt mit Gogula. Nein, er kriegt die Scheibe nicht rüber. Er kriegt die Scheibe nicht rüber. Jones. Ah. Oh nein. Alter, was macht der Jones denn da? Der macht hier nur Scheiße. Letzten zwei Minuten laufen. Puh. Und Potter? Nein, Mann. In die Scheibe nicht raus. Reinhardt. Boah, Alter, jetzt haben wir aber ganz schön Glück. Oh, Potter. 1 Minute 16, ne? Der ist platt. Der kann nicht mehr. Reinhardt.
Eriksson. Turnbull? Nein. Bittner, Ullmann. Ullmann, oh Gott. Jetzt könnte es kompliziert werden. Und Travis Turnbull mit der Chance. Travis Turnbull. Wo passt der denn hin, Mann? Wollt ihr mich veräppeln? Wo passt der hin? Beslau hat die Scheibe. Und das sollte... Oh, Alter. Jo, 0 zu 0 nach 60 Minuten. Steht uns ein Overtime im Haus. Beslau, 120 Minuten ohne Gegentor. 12 zu 13 Schüsse. Und, ja, schauen wir mal. Gibt's ja eigentlich jetzt auch 3 gegen 3? Ich hoffe es. Jawohl, 3 gegen 3. Wie in der DEL, sehr schön. Richmond, Kolarek. Ich räume hier. Richmond, boah. Akta, Kolarek, Richmond, boah, Pfosten. Und jetzt Sean Lalonde. Leg mal den Turbo hin. Hager, nein! Geil, hier die Puckspur. Seht ihr das? Oh ja, genau. Lalonde bleibt da am Tor hängen. Ach, was das so Pässe sind. Da kriegst du echt dann zu viel. So, sehr schön. 2 Minuten 10 schon rum. Wir haben noch nichts hinbekommen. Wollt ihr mich verarschen, ey? Dann geht der... EA, könnt ihr es nicht mal irgendwie einfügen, dass hier irgendwie so steht? So, jetzt gibt's einen Reihenwechsel. Sulzer. Oh, Reinhardt! Oh, Kolarek mit der Chance. Da haben wir mal Mehl gehabt. Und Potter auf Reinhardt. Hey, hier geht's hier hin und her. Wäre geil, wenn ich hier mal unterstützen bekommen würde. Jetzt kommt irgendwann mal einer. Nein, Endras mit dem Safe. Oh, Mann. Ich hätte es doch mir denken können, dass da der Watch steht. Beslau hat die Scheibe. Auf Potter. Komm. Eine Minute noch. Oh. Sulzer gegen Gotch. Und jetzt gibt's nochmal. Ja, Powerplay Mannheim. Zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt. Wir haben auf jeden Fall schon wieder einen Punkt geholt. Das ist schon mal Fakt. So, wir können nicht viel machen. Außer uns befreien. Bittner. Gotch. Wen haben wir denn jetzt? Müller und Ankert. Komm, probieren's mal. Ankert. Oh. Ja, das war clever gespielt. Mulock mit der Chance. Ankert. Viel zu hoch. So, 9 Sekunden, 8 Sekunden. Wolf. Bittner. Und das war's. Penalty schießen. Wo ich ja bestimmt so überragend spielen werde. So. Oh Gott. Ja, Mann, es geht scheinbar nicht, dieser Move. Mit den NHL-Spielern ist das kein Problem. Kolarek gegen Beslau. Und Beslau hat ihn. Hager. Alter. Warum probiere ich den Move eigentlich? Gotch, der macht ihn jetzt bestimmt rein, weil der hat ja schon gut Werte. Hey, Beslau hat ihn. Und Max Reinhardt könnte jetzt zum Helden werden. Nee.
Es geht nicht. Warum probier es? Es geht nicht. Es geht offensichtlich nicht. David Wolf gegen Weslau, aber den hat auch Weslau. Haben wir jetzt Sean Lalonde? Nein! Bester Schuss eigentlich bis jetzt von mir. Aber jetzt die Chance für Karl, den Sack zuzumachen. Oh, Pfosten. So, wen haben wir jetzt? Corey Potter. Jawohl! Corey Potter mit dem 1:0. Jetzt sind die Mannheimer gefragt. Jetzt müssen sie. Und Sinan Akdar gegen Gustav Weslau und er verkackt's. Wir haben gewonnen. Dank Corey Potter gewinnen wir das zweite Spiel in Mannheim im Penalty-Schießen mit 1:0. Sehr geil. Und Gustav Weslau, der nächste Shutout. Unfassbar. Dann haben wir jetzt schon das geschafft nach zwei Spielen, was das Saisonziel war. Und zwar mit Weslau mindestens einen Shutout feiern. Im Optimalfall sogar zwei. Und das ist erreicht. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal die Statistik an. 15 zu 15 war es. Dennis Endras, Gustav Weslau logischerweise die 3 Stars. Und warum Karl da der 3 oder 3rd Star ist, das versteht auch keiner, wenn Potter das einzige Tor gemacht hat. Nun gut, im nächsten Spiel steht uns dann wieder Kai Hospel zur Verfügung. Uvira kam jetzt nicht so in Erscheinung, aber Reiner hat auf jeden Fall ein guter Center, das haben wir gelernt. So, dann schauen wir nochmal schnell hier uns die Statistikzentrale an, damit das nicht wieder in einem Screenshot für euch zu sehen ist. Aktuell, Moment, wir müssen erstmal simulieren, damit das hier auch passt. Kai Hospel, ja, okay, mache ich aber. So, nochmal die Statistikzentrale. Zweiter Versuch. Auf dem ersten Platz, die Schwenninger Wild Wings, Eisbären Berlin, Kölner Haie, wir sind sogar auf Platz 3, sehr geil. Adler Mannheim auf 4, Krefeld Pinguin auf 5, Thomas Sauer Eiszeigers auf 6, Iserlohn Roosters auf 7, Düsseldorf AG auf 8, Ingolstadt auf 9, Grizzlies Wolfsburg auf 10, Fishtown Penguins Bremerhaven auf 11, Red Bull München auf 12, Straubing Tigers auf 13 und die Augsburger Panther auf 14. Dann kommen wir noch zu den Topscorern der Liga und dann... Wo ist es? Da. Gigliati. Stefano Gigliati. Aktuell bester Scorer mit Blaine Down. Oh, noch wer? Marcel Müller, Dragan Umicevic und Daniel Pieter. Alle jeweils mit 4 Punkten. Dann gucken wir mal die Torhüter. Aber da sollte ganz klar sein, dass Weslau mit einer 100% Fangquote vorne ist. Was? 8,7 Gegentore pro Spiel? Was ist da denn los? Ja, Gustav Weslau 0. Sehr schön. Auf jeden Fall, meine Freunde, die Folge ist rum. Morgen gibt es dann das Spiel gegen Krefeld. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich bin an dieser Stelle raus. Wünsche euch allen einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis morgen und ciao.